Der Hausbrauch ist bei mir, man hat üblicherweise 3 Stunden Latein und in der letzten Stunde pro Woche gehört das dazu, wird die letzte Viertelstunde oder zumindest 10 Minuten mit Liedsingern verbracht. Ja, alle bereit? Ja. Gut. Es gab da ein Reklamband in den 90er Jahren, Cantate Latine, und in einer Klasse, die sehr schlecht drauf war, wenn ich sie in Latein immer gehabt habe, die habe ich damit aufzumuntern versucht, und die Übersetzungen haben mir dann aber nicht mehr gefallen, dann habe ich angefangen selber, also auch von Marmorstein und Eisenbricht und solchen Sachen, oder von Yellow Submarine Übersetzungen anzufertigen, und wie ich dann mehr als 50 beieinander gehabt habe, habe ich dann angefangen, einen Verlag zu suchen und bin dann eben im Jahr 2008 auch bei Braumüller fündig geworden. Was mir am wenigsten gefällt, das war jetzt eine Fügung, der Zeitdruck. 5 Minuten Pause, dass man teilweise nicht einmal Zeit hat, auf die Toilette zu gehen, dass man, wenn es geläutet hat, sofort in einer Klasse drinnen sein muss, die Klasse motivieren muss. Das heißt, da gibt es ja Pulsmessungen, die Lehrer und Lehrerinnen mit Eishockeyspielern vergleichen. Also der Stress ist etwas, was nicht angenehm ist. Aber es überwiegt bei Weitem das, was mir daran wirklich Freude bereitet. Schülern etwas vermitteln, wo sie wirklich das Gefühl haben, das bringt ihnen in ihrem Leben was weiter. Und nicht zu vergessen, das ist keine Einbahnstraße, ich lerne auch von meinen Schülern und Schülerinnen irrsinnig viel. Es ist einfach toll mit jungen Menschen, ja, die offen sind für die Welt, die was entdecken und die oft Ideen haben, auf die ich nicht komme, mit denen zusammenzuarbeiten und sich auf die Weise auch beschenken zu lassen.